R-E-W-I-N-S-I-D-E. Guten Tag, meine lieben Freunde. Es ist gerade 6.50 Uhr und ich befinde mich im UFO. Und viele Leute werden sagen, ey, Digga, bist du komplett gestört in deinem Schädel? Wieso bist du? Ja. Wieso seid ihr, nicht nur ich, sondern warum seid ihr so früh im UFO? Was hat es damit auf sich? Erinnert euch vielleicht noch an diese ganze Aktion hier vom Felix. Erstmal steht über deiner Tür nicht mehr dein Name. Da steht jetzt ein anderer Name. Ich gehe gerade hier rein in dein Zimmer und es fühlt sich ein bisschen anders an. Also, es ist ziemlich leer ist das Zimmer, muss ich sagen. Ja? Also, ich kann hier gerade komplett durchgehen. Dein ganzes Zimmer ist hier und es ist alles ziemlich leer. Ich habe mich ja damals damit gerecht. Aber wieso muss es denn bei mir so eskalieren, Mann? Wieso muss ich denn der fucking Leidtragende sein dafür? Das Ding ist, es ist jetzt halt es ist jetzt egal. Dann werde ich den Raum einfach untervermieten. Das muss ich den anderen auch noch irgendwie verklickern. Ich habe halt mit SK und Krankhaft darüber gesprochen. Die hatten halt Bock hier drauf. Ich glaube, mit denen hat keiner ein Problem von euch. Falls doch, ist es mir egal. Ich hatte kein Problem. Ja. Nimm einmal meine Entschuldigung an, okay? Nein! Aber ich dachte mir, Leute, irgendwie, das ist nicht das Wahre gewesen. Wisst ihr, klar hat Felix ein bisschen psychisch gelitten und klar gab es da irgendwie ein wenig Backdraft für ihn. Aber das hat mir einfach nicht ausgereicht. Ich dachte, Leute, 2018 ist das Jahr der Kollaboration und das Jahr des Hasses, also zumindest für mich. Dementsprechend dachte ich, Leute, gehen wir jetzt gemeinsam erstmal hin und werden Felix Zimmer umgestalten. Ich habe mir da was überlegt, meine Freunde. Und zwar geht es hauptsächlich um dieses wunderschöne Bild hier, welches an Silvester einfach rumgegangen ist. Ich habe keine Ahnung, von wem es ist. Ich weiß wirklich nicht. Ich habe davon einfach... Ihr seht es hier, Leute. Meine ganze Galerie ist damit voll. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich finde, ganz ehrlich, wenn man sich so anguckt, es sieht einfach normal aus wie Felix. Wenn man dann halt reinzoomt, wenn man dann rauszoomt. Ja, es ist... Je länger man es anguckt, umso seltsamer wird dieses Bild halt. Ich weiß nicht genau, wer es gefotoshoppt hat. Auf jeden Fall fällt ein Respekt an diese Person, dass es irgendwann an Silvester auf meinem Handy gelandet. Ich habe absolut keine Ahnung mehr von wem. Auf jeden Fall habe ich den Lachkick des Todes bekommen. Und ich dachte mir, Leute, warum eigentlich nicht und Felix dieses Werk irgendwie präsentieren. Und dementsprechend habe ich etwas vorbereitet, meine Freunde. Und zwar bin ich gestern noch extra hingegangen und habe dieses Bild ganze 60 Male ausdrucken lassen hier, Leute. In DIN A3 Format habe ich es dann noch direkt zuschneiden lassen. Und ihr seht das hier, Leute. Dieses wunderschöne Bild wird natürlich jetzt den Platz in Felix' Zimmer finden. Ich muss auch einfach mal ganz kurz sagen, die Druckqualität ist jetzt nicht die beste, Leute. Aber man kann auf jeden Fall erkennen, dass es sich hier um Dena handelt. Und ich glaube, Felix wird sich definitiv darüber freuen, eine ganze Wand davon in seinem Zimmer zu haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rüber. Eigentlich sollte Paul, der Cutter von Dena, jetzt auch schon hier sein, uns die Tür aufschließen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es irgendwo auf dieser Welt so etwas wie eine Gerechtigkeit gibt, und diese verdammte Tür offen ist. Falls nicht, Leute, müssen wir jetzt auf Paul warten. Denn der muss gleich zum Zug und dann wird es richtig knapp. Dann ist die Frage überhaupt, ob Paul es noch hier hinschafft. Vielleicht fällt dann alles ins Wasser, Leute. Es kommt jetzt alles auf diesen Moment. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Tür ist wirklich auf. Digga, er hat einfach die Tür nicht. Sperrt er nicht immer zu? Wann sperrt Felix seine Tür nicht zu? Leute, das ist once out a lifetime. Das ist ein Schicksalsschlag für uns. Oh mein Gott, okay. Das heißt, wir können jetzt schon damit anfangen, Leute. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit der Fensterfront, weil diese sowieso viel zu viel Licht reinlässt, ey. Und dann habe ich mir überlegt, dass wir seine Bildschirme damit noch zutapen und vielleicht noch die Wand. Ich habe jetzt extra nicht so viele Sachen davon ausdrucken lassen, weil ich dachte, okay, erstmal kostet halt ein Farbdruck 1 Euro und dann können wir komplett ausrechnen, was halt ein Bild davon kostet. Des Weiteren dachte ich mir, wäre es auch ein bisschen Verschwendung, wenn ich jetzt viel, viel mehr drucken würde, weil das auch nicht ganz so gut für die Umwelt ist. Deshalb dachte ich, Leute, ziehen wir das Ganze ein bisschen kleiner auf in 2018. Es gibt immer Potenzial, sich zu steigern. Was ich jetzt brauche, ist unbedingt mein Messer, meine Freunde, damit ich nämlich gleich anfangen kann. Gut, dass mein Homework Proper direkt hier mal den Rücken hat. Na, danke, Brudi. Danke, dass du mein Messer hier hältst. Korrekt von dir auf jeden Fall. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt direkt mal hin und beginnen das ganze Zimmer damit zu tapezieren. Ich habe hier eine Menge Klebeband und Tesafilm gekauft. Ja, der liebe Thomas wird mir auf jeden Fall helfen. Nö. Ziehst mich hier nicht mit rein, ich film nur. Der liebe Thomas wird mir auf jeden Fall helfen. Okay. Das einzige Problem, was ich gerade sehe, Leute, ist, dass ich die Tage nach Hamburg fahre und erstmal für ein paar Tage bei Simon bin, aber Dena noch hier ist. Aber das Gute ist, dass Thomas nämlich hier ist mit diesem Messer und wenn Felix reinkommt, kann Thomas ihn einfach abstechen. Das kriegst du danach, Thomas, danach, okay? Danach. Einfach nur zustechen, mit dem Spitzenende. Oh, gar kein Ding, okay. Gut, Leute, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz rüber. Felix kommt gegen 10 Uhr, wir haben alle schon ausgekundschaftet. Ich hoffe, ich habe es zwingend, um zum Sport zu gehen. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt rüber und bringen dieses Meisterwerk erstmal bei Felix im Zimmer an. Bis gleich. Okay, Leute, generell bedanke ich mich erstmal bei Crispy Rob für diese wunderbare Inspiration dieser Idee. Vielleicht habt ihr seine Videos gesehen, er hat einfach 10.000 Bilder ausgedruckt, wie gesagt. Ich dachte mir, wir starten das Jahr ein bisschen langsamer. Digga, kann man das hier anmachen? Warte mal. Oh mein Gott, guck's dir an, Alter! Warte. Die Ausgeburt der Hölle pur!
Alter, Junge, Teufel in Person, was geht ab? Ich habe jetzt extra bewusst nicht so viele davon gemacht, Leute, weil ich mir gedacht, okay, wir starten das Jahr ein bisschen gemächlicher. Sollte nur ganz kurz Felix daran erinnern, mit wem er hier im Büro ist, Leute, mit dem King of Pranks, Leon Marschall höchstpersönlich. Bitte was. Ich möchte dir nur ganz kurz erzählen, wie das aussah, als ich da gestern die Sachen gedruckt habe. Ohne Witz, Leute. Vorgestanden Architekten, Bauzeichner, alte Omis, die ihre Enkel ausgedruckt haben, Leute, die halt wirklich seriöse Stuff ausgedruckt haben. Dann komme ich dann mit 60 dieser Bilder daher. Also, der Typ hat mich halt wirklich gefragt, tatsächlich, ob ich irgendeine Obsession mit diesem Kerl habe und ob es mir gut geht. Hat er mich halt wirklich gefragt. Und ich so, ja. Und er so, ja, dann viel Spaß damit, was auch immer du machst. Und hat ziemlich verwirrt geschaut und glaube ich, kann es dann begreifen, warum. Wir werden jetzt erstmal die ganze Fensterfront ein bisschen zutapen. Meine Freunde, ich denke mal, das Fenster kommt mal mit dran. Dann reicht es auch soweit schon. Wir lassen aber natürlich noch mal zwei Streifen Licht, damit Felix hier noch ein bisschen was an Licht und Wärme reinbekommt. Das braucht der Junge auf jeden Fall. Er muss auch seine Bilder sehen. Eben, genau. Dann tappen wir noch einmal seine Bildschirme zu, Leute. Und dann sind wir hier auch schon durch. Wie gesagt, ganz schnelle Aktion rein, raus, bam, bam. Und ich würde sagen, weiter geht's mit der Timelapse. Yeet! Der Junge, alles gut? Alles gut. Leute, Paul soll uns eigentlich die Tür aufschließen. Der ist ein bisschen später gekommen. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch zum Bahnträger. Wie sieht das aus? Was sagst du? Der Typ ist einfach so funny. Mit ihm, das sieht lustig aus. Willst du mal lass ihn gucken? Jo! Das ist einfach das Beste, Alter. Willst du uns helfen? Ja, bitte gerne. Ja, das ist schon gefährlich, Alter. Lass mal auflegen hier. Hau weg die Jacke. Weg damit, weg. Verbrennt die. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube sogar mehr als diese Bilder zu drucken. Wäre einfach schwachsinnig gewesen, weil ich keinen Bock gehabt hätte, die alle aufzeugen. Ganz einfach. Ich verstehe nicht, Leute, wie Crispy F***ing Rob einfach 3 Stunden dafür brauchen kann, Sachen aufzuhängen. Junge, hast du keine Hobbys oder was, Alter? Guck mal, das hat jetzt schon eine halbe Stunde fast gedauert. Kann nicht mehr, ich bin fertig mit dem Leben, Leute. Nur so für eure Videos hier anstrengend, bin ich gar nicht gewöhnt. I can feel it coming on the night. Oh, du bist gestanden, Alter. So, okay, ich würde sagen, das langt. Wir haben es auf jeden Fall richtig schön getroffen. Ich glaube, gerade diese Wand ist einfach ein Prestigeobjekt im Ofen, was definitiv eigentlich nicht mehr entfernt werden sollte. Ganz gut gefällt mir dieser Homie hier noch, den Thomas hier gebastelt hat. Auf jeden Fall echt einer der schönsten Menschen hier im ganzen UFO generell. Ich würde sagen, es braucht doch keine Beauty-Shots mehr. Wie gesagt, Leute, es ist gar nicht so viel. Ich hatte eigentlich das 3- oder 4-fache geplant an Bildern. Und erstmal hätten wir noch viel zu lange gebraucht. Felix muss gleich weg, ich muss gleich weg. Deshalb, wie gesagt, wir starten das Jahr ganz ruhig. Da ist immer noch Potenzial nach oben, Leute. Wisst ihr, wenn ich jetzt hier mit einer Bombe starte, dann geht da ja nichts mehr. Wisst ihr, wenn ich jetzt direkt so zu, als wäre Felix Auto gegen die Wand gefahren, dann ist das natürlich viel zu krass. Dementsprechend dachte ich mir, ist das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg in 2018. Wir warten jetzt auf den lieben Dena, bis der hinkommt. Der wird ungefähr um 10 Uhr hier sein. Und dann, meine Freunde, bin ich mal gespannt auf seine wunderschöne Reaktion. Nochmal, das Krasse an diesem Bild ist halt einfach, dass so viel nicht bearbeitet ist. Es sieht nicht so aus, als wäre es bearbeitet, aber wenn man noch genau hinkommt, Leute, dann trifft einen der Teufel mit seinem eiskalten Blitz und dann ist eigentlich vorbei. Es ist schon gruselig, oder? Diese stahlblauen Augen, Alter. Richtig geisteskrank. Ich würde sagen, Leute, danke für deine Hilfe, Paul, danke für deine Hilfe, Thomas. Und wir sehen uns dann gleich, wenn Felix hier ist und sich hoffentlich dann über seine neue Einrichtung freut. Okay, Leute, wir kommen gerade vom Sport und Dena's Auto steht schon in der Garage. Das heißt, er wird wahrscheinlich jetzt da sein, aber wir sprinten jetzt direkt mit dem Handy rein und schauen, wie er reagiert. Ich hoffe, er ist noch nicht in der Aufnahme. Thomas, was? Take my board. Ich mach die Tür auf. Ja. Wir sprinten direkt rein, Leute. Hallo, mein lieber Junge. Felix, wie findest du das? Okay, ich glaube, wir kommen später nochmal wieder. Das war die seltsamste Reaktion, die ich mit mir gesehen habe. Ich hoffe einfach mal, dass die Kamera, die Thomas gerade in der Hand hat, was aufgenommen hat. Das war weird. Das war verdammt weird, Alter. Wie zum Teufel? So richtig so, ja. Wieso reagiert er so gelassen? Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich glaube, der hat irgendwas gemacht hier. Shit. Check mal lieber alles ab. Meinst du jetzt hier? Nein, hat er safe nicht. Guck mal lieber, ob der Moment drauf ist, wo er reinmacht. Ja, Kinder, was soll ich sagen? Leider Gottes hat die Kamera nicht aufgenommen, seine erste Reaktion. Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, das kann man auf jeden Fall so zum Einstimmen ganz entspannt in 2018 mal ein bisschen reinprägen, meine Freunde.
kann man das auf jeden Fall mal bringen. Dana nimmt gerade noch auf. Ich will ihn natürlich jetzt bei seinem wichtigen Formel-1-Rennen gegen die Pete Smith Jungs natürlich nicht stören. Dementsprechend, Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Ich denke mal nicht, dass es über 10 Minuten ist, aber es ist eh Januar, das ist eh alles egal, Leute. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Schaut auf jeden Fall bei Felix vorbei, schaut bei Thomas vorbei, schaut bei Paul vorbei. Alle in der Videobeschreibung verlinkt. Und das war's. So, ja, ganz kurzen Schritt. Und zwar, als Revi schon längst im Auto nach Hamburg saß, ist Folgendes passiert. Was ist das? Habt ihr was? Irgendwas? Hast du mir irgendwas zu sagen? Nein, hä, wieso? Das war ja einfach so, wir sind morgens hier so um 6 Uhr reingekommen. Aha. Also, nicht absichtlich früh, weil, nee, und dann war das alles schon hier. Wer war das? Thomas, wer war das? Das weiß ich nicht. Aber siehst du im Video heute Abend. Ich komme rein und, also ich meine, so, danke erstmal, dass ihr euch anscheinend nicht den Aufwand wie andere gemacht haben, die sowas hier in so Zimmer tapezieren, ja? Nee, nee, wir machen nicht alle Wände voll so, wir machen nur ein bisschen was. Nur so, dass es gerade so nervt, ja? Das ist ein schönes Foto, muss ich sagen. Am besten ist die Lampe. Ja, die Lampe ist irgendwann verwirrt. Wer hat die Lampe hier gemacht? Die Lampe war meine Idee. Du hast hier was gemacht? Ja, Mann. Was auch meine Idee war, komm, darauf bin ich am stolzesten. Guck der mal. Wiederum sieht ziemlich blöd aus. Wo ist Revi gerade? Der hat sich verpisst direkt. Hä? Echt? Aber du musst jetzt da raus. Hä, wieso muss ich hier raus? Ja, weil... wieso soll ich denn hier raus? Komm. Wieso sollte ich hier raus? Digga. Warum sollte ich hier raus? Komm, wir gehen jetzt raus. Warum sollte ich raus? Du fühlst gerade für Revi, oder? Ja. Na du Kleiner, na? Na? Hast du Angst, was jetzt passiert? Und wie lange wirst du das jetzt eigentlich so hängen lassen? Also bleibt das jetzt so? Ich glaube, es kommt sofort ab. Aber wehe, die Wand geht hier ab, ne? Findest du das nicht so schön hier? Wehe, die Wand geht davon ab. Also, das Ding ist, die Wand geht halt nur ab, wenn du es wegreißt. Ja, ich reiß ja nicht. Ich mach sofort wie möglich, ey. Was machst du da? Du haust jetzt da rein, ja, ne? Ihr kennt Schlüssel. Doch. Tschüss. Ja. Entfernen Sie diesen Mann. Hin, oder? Ja, dass sein Fuß offen bleibt. Ich krieg das so auf den Fuß, dass er so richtig schmutzig wird. Ich will mich hier nicht zwischen zwei Fronten stellen. Alter, wir machen diese Tür kaputt, ne? Nö. Ich stehe hier wache. Aua. Einfach den hier. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aua, du Knöpfe. Hilfe! Nein! Und das Bein weg! Sehr gut. Ich wurde überrannt.